4 Auspuffrohre. Als Kind dachte ich immer, mehr Auspuffrohre bedeuten mehr Leistung. Nach dieser Logik sollte der Abarth 595 Competizione stärker sein als ein Ferrari 488. Tatsächlich hat der Abarth 490 PS weniger als der Ferrari, nämlich 180. In einem 3,66 Meter kurzen und 1045 Kilo leichten Auto reicht die Leistung dennoch für ordentliche Beschleunigung. 100 km/h sind nach 6,7 Sekunden erreicht. Der Motor ist ein 1,4 Liter Vierzylinder mit Garrett Turbolader. 1,4 Liter Turbolader? Ist das nicht der gleiche Motor wie im Abarth 124 Spider? Nicht ganz. Der Rumpfmotor ist im Prinzip identisch, aber die Innereien sind andere. Beim Motor des 124 handelt es sich um den Multi-Air Turbo, der die Zylinderabschaltung variabel und ohne Drosselklappe steuern kann. Im 595 kommt hingegen der herkömmliche T-Jet-Motor zum Einsatz. Zusätzlich hat der hier 10 PS mehr. Die Leistung puppt sich auf, wie es bei einem Turbomotor typisch ist. Es fühlt sich an, als würde ich mit dem Gaspedal diese Turboblase aufpumpen, wie so ein Luftballon. Leistung, 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 Leistung. Und es geht vorwärts, und es geht schnell vorwärts. Der klingt sehr gut, was unter anderem an der serienmäßigen Sportabgasanlage liegt, die hier dabei ist. Er klingt sogar noch besser, wenn ich in den Sportmodus wechsle. Jetzt wird es hier vorne im Display rot und ich bekomme hier links die Anzeige Sport, wo ich auch meinen Boost ablesen kann. Auf jeden Fall sehr viel aggressiver an als vorher. Das ist der Modus, in dem man ihn fahren muss. Das Auto, typisch italienisch, ne? Lebt von seinen Emotionen. Und die sind toll. Die sind echt stark. Neben dem Klang verschärft sich im Sportmodus das Ansprechverhalten des Gaspedals und die adaptiven Koni-Stoßdämpfer straffen sich. Ich kann in diesem Auto sehr gut Hacke-Spitze fahren, trotz eines hängenden Gaspedals. Kleinigkeiten wie die hervorragende Anordnung der Pedale sind nicht selbstverständlich und zeigen, dass man sich bei Fiat Gedanken um das Fahrerlebnis gemacht hat. Trotzdem ist nicht alles perfekt. Bevor es gleich heißt, du bist doch von der deutschen Autoindustrie gekauft, du räudige Lügenpresse-Marionette. Ich habe nichts gegen Fiat. Ich finde den Fiat Tipo beispielsweise sehr gut. Dazu gibt es auch ein Video. Allerdings hat der 595 Schwächen. Und die muss ich ansprechen. Da wäre zum Beispiel die Sitzposition. Das sind die optionalen Sportsitze, die ich nicht in der Höhe verstellen kann. Und trotzdem sind die recht hoch verbaut. Hinzu kommt, dass ich das Lenkrad nur in der Höhe und nicht in der Tiefe verstellen kann, wodurch ich meine Sitzposition nicht wirklich perfekt einstellen kann. Und dann wäre da noch der Preis. Mit all diesen Extras kostet der Testwagen rund 34.000 Euro. Fiat-Händler geben zwar oft große Rabatte, nichtsdestotrotz stimmt hier das Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt nicht. Ein Ford Fiesta ST kostet selbst mit üppiger Ausstattung weniger. Und es gibt noch mehr. Das ESP lässt sich leider nicht deaktivieren, dazu sage ich gleich noch was. Aber am schlimmsten, mein Wintersombrero passt nicht auf die Hutablage. Dieses Problem lässt sich jedoch leicht umgehen. Der Abarth-Fahrer muss einfach mit kleineren Kopfbedeckungen Vorlieb nehmen. Natürlich hat der Abarth auch Stärken. Und die will ich nicht ignorieren. Zum Beispiel sind die 185 Liter Kofferraumvolumen gut nutzbar, sogar mit Kinderwagen.
Im Innenraum findet man viele schicke Details. Insgesamt sieht er einfach schön aus. Oh, und es gibt meiner Meinung nach kaum ein Auto, das beim Parken besser klingt. Jetzt zur Sache mit dem ESP. Gut, die meisten wird das wahrscheinlich überhaupt nicht stören. Aber der Abarth 595, vor allem wegen des Competizione, er soll doch sportlich sein. Und dann kann ich bei einem derart sportlich gedachten Auto das ESP nicht ausschalten. Das gilt für alle Modelle. Das ESP lässt sich bei keinem Fiat deaktivieren. Außer bei 124 Spider, aber der ist ja eigentlich ein Mazda. Übrigens, der Handschalter hat nur 5 Gänge. Das stört mich im normalen Fahren, vor allem auf der Landstraße, überhaupt nicht. Nur bei der Autobahn ist es wirklich blöd, und zwar aus 2 Gründen. Nummer 1, er wird recht laut, weil er hochdreht. Und Nummer 2, der Verbrauch ist halt noch nicht so traumhaft, weil er recht hochdreht. Im Durchschnitt habe ich bei überwiegend sportlicher Fahrweise 9,8 Liter gebraucht. Das wirklich sportliche Fahren wird allerdings erst durch die mechanische Vorderachssperre möglich. Die Sperre leistet einen fantastischen Job. Ich habe es jetzt hier auch wieder gemerkt beim Herausbeschleunigen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Leider gibt es sie nur gegen Aufpreis. Womit ich wieder zu den Kosten komme. Verglichen mit den Konkurrenten ist der Competizione kein richtiges Schnäppchen. Aber vielleicht denke ich auch zu vernünftig. Die Entscheidung für einen Abarth hat nichts mit Vernunft zu tun. Dafür klingt er einfach zu gut. Es gibt ein kurioses Phänomen bei dem Abarth, was mir aufgefallen ist. Wenn ich im Sportmodus fahre und ich gebe Vollgas und gehe dann langsam vom Gaspedal wieder runter, dann wird er in genau diesem Moment noch mal ein bisschen lauter. Wenn ich schnell fahre, wenn ich all meine Inputs beschleunige, wie das eben beim sportlichen Fahren der Fall ist, dann macht der gar nicht so einen Lärm. Aber wenn ich so ein bisschen langsamer mit allem bin, ich habe den Verdacht, das ist so ein klein wenig der Angebermodus, um zu zeigen, hallo, hier bin ich.